choice. Go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Wir sind hier immer noch mitten im Event der Kampfkunstzeremonie. Und ich würde sagen, wir machen hier weiter direkt, ne? Wir haben letztens das Event gestartet, haben hier einige Gruppenkämpfe gemacht, ne? Nicht Gruppenkämpfe, Vorkämpfe, glaube ich, ne? Qualifizierungskämpfe, so. Und jetzt kloppen wir uns gleich mit Topaz, wie das ausschaut, ne? Mit Luca. Also schauen wir mal. Wer will aufs Maul, du? Punktebrett. Nun gut, zurück zur Langen, auf zum Kampf vorzubereiten. Okay, einfach so. Ja, jetzt kommt hier. Boah, qualifiziert zum Champion Cup. Taktiklohnen. Einfach so, okay, ich dachte, wir würden sie ja noch treffen. Kommt bestimmt noch, ne? Ja. Schon sagen, ohne Cutscene geht hier nicht. Oh Gott, ich mit meinem Kabel hier los. Okay. Ja, ich bin gerade mein. Ich bin ja gerade Ordnung am Machen. So ein Kopf gestoßen. Das ist nicht gut. それは注意が必要ですよ。多くのアスリートが晩年に脳の病気で苦しんでいるんです。有機生命体の脳は本当に脆弱なんですから。そんなこと言われたらますます怖くなってきたじゃねえか。俺にはまだまだ燃え盛る青春が待ってんだ。こんなとこで倒れるわけないから。ね。次の試合は重要なんだ。 Genau, die haben wir ja. Du kennst Topaz. Seine alte von ihm aus der Heimat. Stopp, stopp! Orenanka, Kyu, na, wake, nein, da, ro. Topaz, san. Juno, sechsin, na, na, kare, moto, bikiri, ka, waikte. Watashi, daiski, desu. Oh, ja, vielleicht vorher. Total alte Freunde, ach so. Ja, ne, kann Topaz sich auch irgendwie so verwandeln? So wie Aventurin? Genau, Topaz ist mal irgendwann auf Jarilo 6 gegangen. Also im Schneeplaneten, wo wir, den wir letztens gesehen haben. Und die haben so einen alten Vertrag irgendwie abgeschlossen. Mit der IFK damals. Und Topaz kam sozusagen, um sozusagen Geld einzustreichen. Aber dann ist alles mit einem Happy Ending hier geendet. So, ich sag doch, wir müssen uns erst unterhalten, ne? Ja, oder auch nicht. Beginne den Kampf gegen Topaz. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt hier noch. Okay, muss schon sagen. Oh, Topaz. So, was? Hab ich denn hier schon wieder? Das haben wir 4 Taktiken. Was? Habe ich doch noch gar nicht. Ich muss aber jetzt einen Kampf gewinnen. Oh, okay, ich dachte, ich nehme an, ich habe den jetzt bekommen. Topaz. Heute Kampagne der Deutschland-Stehstation. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so. Genau, die hat das mit Bonja besprochen. So, okay, ihr könnt nicht bezahlen. Wir lassen uns was einfallen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Immer mit der alten Zivilisation. Irgendwie die IFK soll denen da irgendwie helfen. Die sollen denen irgendwie da was geben. Als Ausgleich. Irgendwie so was. Luca. Bereit. Dann kämpfen wir euch. Was genau gegen was verkämpfen? Wir kämpfen gegen diese blöden, diese Roboter, ne? Diese fetten Roboter.
So. Füge den Gegner Schwächebuch zu oder besiegen sie, um ihre Leistungspunkte wegzunehmen. Eine große Menge Atmosphärenpunkte zu halten. Jeweils drei von einem einzelnen Verhalten der Ugly. Brüche kein Ding. So. Eine Atschon. So. Okay, er wollte mir Nichtigkeit Charaktere andrehen. Jeweils drei von einem einzelnen Figur erhalten den Leistungspunkt wird die Reaktion. Jeder Ultimate verursacht einen Schaden um 30. Ultimates verursacht einen Schaden. Mhm. Okay, das heißt Rune Mail und Glühwürmchen und Trailblazer Team sind schon mal nicht gut. Ja, versuchen wir mal hier Archon, ne? Wir haben noch empfohlen. Selber Wolf ausgezeichnet. Also alle Charaktere, die mit Ultimates Schaden anrichten, ne? Wenn jemand hier noch der wer tut denn hier noch Bucht? Face auch, ne? Schwäche Buch, ja, mit ihrer Ultimate, ne? Oder wer kann noch hier? Ich meine, sie kann Glühwürmchen kann gut schwächen, aber ich kann auch Topaz dagegen einsetzen. Okay, versuchen wir mal Nichtigkeit. Weißt du was? Nehmen wir Welt. Ich habe Bock auf Welt. So, am liebsten würde ich jetzt hier noch Hau-Hau mitnehmen. Aber sie kann Acherons Ultimate nicht auffüllen. Warte mal. Nee, warte mal. Obwohl, hast du irgendwie was Debuffs macht? Und dann könnte Acherons Dingens dadurch auch aufgefüllt werden. Hast du machen irgendeine Angriffe hier Debuffs auf irgendeine Weise? Feuerschwäche, wobei dieser Schaden vor euch ziehen, Feuerschwäche und Widerstand von über Leute. Entfernt Debuffs von allen Verbündeten und stellt bei ihnen LP in Höhe von. Okay. Interlächen zu Beginn ist noch eine früher. Ja, dann nehmen wir Galaga mit. Weil Galagas Ultimate macht. Ja, genau, der hat ja auch eine Ultimate. Weil Galagas Ultimate tut. Dings machen ja. Oh, ich habe was Passives. Nach einem Angriff mit den Ultimates wird der Ultimate Schaden zählt um 12 erhöht. Ja, das ist einfach ein Ultimate Team hier, ne? Ein für 52 werden der Effekt auf jeden Fall getroffen Gegner nach dem Angriff werden den Debuff. Debuff ist gut. Debuff ist gut, weil Acheron so und Welt hat jetzt auch ein besseres Wäffchen hier ausgerüstet. Und nicht mehr eine 3-Sterne-Waffe. Das heißt, der wird jetzt auch ein bisschen stärker sein. Mal gucken, was wird. Woher weiß er das? Warum bin ich in der blauen? Er hat rote Haare. Aber Topaz ist auch rot. Topaz hat so ein cooles Design. Sie erinnert mich voll an Pascal aus Tales of Graces. Den rot-weißen Haaren. Warum bist du hier hingekommen, um die Kampfkunstzeremonie teilzunehmen? Muss gegen den Typen da im Hintergrund kämpfen. Mir ist doch gar nicht so lange. Sie war doch im Pinakoni letztens. Also letztens. 今度は彼らのために演舞典礼に出場してる。君たち、もう子供じゃないんだから、自分の足で歩いてみせたらどう？ベロブルグの人たちはいつだって過酷な環境で暮らしてきたんだ。俺らはとっくに自分の道を歩いてるさ。口だけは達者みたいだね。私はベロブルグのことを悪く言っているわけじゃない。 ただ、あの債務危機を乗り越えた後の君たちが
本当に自力で立ち上がることができるのかを確かめたかっただけ。もし大物の善意にあやかった代表を ich will sehen, ob wenn nächstes Mal ein Schuldeneintreiber kommt, ob ihr euch gegen die verteidigen könnt. 自由の権利を与えられた奴隷になっただけだからね。ベロブルグのみんなは奴隷なんかじゃねえぞ。ごめん、思ったことを言ってるだけなんだけど、ちょっと火花が散りすぎちゃったみたいだね。さあ始めよっか、ベロブルグのルカ。望むところだ、かかってこい。戦え。 OK、 Let's get it。 琥珀の王の力を借りるまでもないけど、私たちは手加減しないから。なんかそう、 Also hast du die Macht von dem Ding?So. Na gut, wenn selber Wolf mal wieder etwas Action kommt. Ich kann den Untertitel nicht lesen. Sein Bildschirm war dazwischen. Ah, jetzt kommen die wieder alle vor mir dran, ist klar. So, wenn ich Gegner besiege, war das, ne? Dann komm mal her. Wolverine Power aktiviert. Und schon direkt der nächste. Den mache ich auch platt. So, komm her. Namida. Wutsch. 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 Das ist für mich, der Kampf wird einfach. Außer da kommt noch eine Bälle danach. Mach mal so.So. Kann ich irgendjemanden brechen? Nö. Kann ich irgendjemanden erledigen? Ich versuche mal. Ne, mal annähernd. So. Er hat so eine coole Ultimate, ne? Aber ich kann die irgendwie nicht hier in so ein Intro reinpacken. Weil ich hier...immer versuche, dass da irgendwie keine Chancen oder so da drin sind, ne? Ey, wieder, da kommt sofort direkt wieder dran. Hey! Das ist ein bisschen schade, weil seine Ultimate ist voll cool. Ich will ja auch mal in so ein Intro reinpacken. Aber kann ich nicht, weil die Chancen mal da alle im Weg sind. Das sieht halt doof aus. So. Warte ich mal.Wow. Ah. So, erstmal dich, um Verteidigung zu reduzieren. Einmal dich. Oh Mann. Oh Mann, da macht viel Schaden. Dann dich. Dann nochmal dich.Feuerschwäche, boom. War ich voll doof, weil er kam jetzt gerade dran. Na, Ultimate aktivieren, boom. Ja, der ist gleich sowas wie weg. Da kommt aber sicher noch irgendwie was, ne? Das ist halt ziemlich einfach gewesen hier. Okay.Also sieht Luca wieder irgendwas. Okay. Sie hat ja mal gezeigt im Bosskampf. Spawn irgendwas. Ich wag dich. Genau darauf habe ich gewartet. Boom. Die sind immer noch am Leben. So. Na, wir brechen mal dich.
Jetzt holt sie ihre Ultimate raus. Warte mal, sie kommt da direkt danach ran. Hey, das ist unfair. Sie kommt direkt danach dran. Boah. So, soll ich jetzt irgendwas hier erledigen oder? Ich glaube ja, ne? Der kleine Minischuss. So. Dann hau ich mal dich um. Ich muss Gegner brechen, genau. Komm her. Bein. Zack. Ja, es waren noch mehr Sachen, die ich alle kaputt haue. So, wieso bin ich jetzt schon wieder dran? Mach mal so. Ja, das klappt auch. Ja, die Geschwindigkeit hat dich produziert, ja, ne? Ja, so viele Debuffs. Da kommt Archon gut zum Zug. Aber sie hat aber zwei Phasen. Oh. Und sie haben Bronja. Tut sie an ihre andere Form annehmen oder tut sie am Bronja beschwören? Warte, ich hab dich gleich. Das Publikum liebt mich. Boom. Okay. So, jetzt aber dich. Boom. Ah. Sollte ich meine Ultimate aufbewahren? Habe ich genug Schaden? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir haben unendlich Zeit. Ne? Irgendwie geht sie nicht den Balken nach oben. Irgendwie geht sie den Balken nicht nach oben. Haben wir jetzt unendlich Zeit? Wir segeln den Anführer der Gegner. Ne, jetzt haben wir hier irgendwie. Ja, aber dann versuche ich mal zu erledigen. Ja, ich hab vermasselt, ne? Kimira war kono zetoshi. Kimira ni erabu yochi wa nai. Ach schon, das Ultimate ist schon wieder fast zur Hälfte. Schon bei fast wieder zur Hälfte voll. Irgendwie. Ich weiß nicht, was das da auf der linken Seite ist. Aber es kommt immer höher auf der Leiste. Ja, jetzt da wieder unten. Verdammt. Okay. Nächstes Mal merken. Sofort alles wegballern. Und nicht die Ultimates auch bewahren. Ich wollte mir die. Mein Gott. Und ihre Lebensbalken. Da sind so viele Debuffs. Das geht sie aber nicht down. Rechtzeitig. Habe ich so ein Gefühl. Ah, dünn. Boom. Oh, jetzt hat sie noch 10 Erfahrung. HP ruhig. Prozent HP. Ich war auch sie jetzt los, ne? Ich hoffe, der nimmt nicht jetzt hier irgendwie voll wenig Schaden oder irgendwie sowas. Ich glaube nämlich ja. Ja. Okay, kriegen wir schon. Dauert nur ein bisschen. Kaputt.
お仕置きされたいのか。さあ、ブーッです。Oh Mann. Ah, jetzt kommt sie nochmal. Was? Die hat er einfach erneuert. Kann das wahr? Kimira war konoch seh. Kimira ni erabu yochi wa nai. Okay, nee, jetzt mal sofort die Ultimates einsetzen. Ihre Ultimate will ich mir aber aufbewahren. Für die nächste Runde. Falls halt noch übernommen wird. Also was hier. Das ist Verschwendung, egal. Bum, bum, bum. Oh Mann. Nein, danke. Ein Moment. Ah, was? Nein, danke. Gott, die haben keine Schwächen. Oh Mann. Oh nein, nicht so weit. Oh mein Gott, der absorbiert die alle. Okay, ich machen? Der absorbiert die alle, bevor ich was machen kann. Wie soll ich das machen? Absorbiert die jetzt gleich sowieso wieder alle. Also ich mach die schneller kaputt. Hey, warte mal, der killt sie doch. Wieso krieg ich denn da keinen Applaus dafür? Die geht noch kaputt, oder? Hey. Silberwolf, du willst halt überleben, ne? Wie soll ich den Gegner töten, wenn er mich alle wegfrisst erstmal? Warum steht auch noch Topaz? Sehe ich gerade. Er sieht irgendwie der einzige Charakter, den ich hier angreifen kann, der einzige Gegner. Das kommt dann auch noch, ey. Hey! Ja, ich glaube, er ist hier gescriptet. Ja, ich kann ja nichts machen. Ja, ich bin wieder auf 1 AP. Ja, guck mal. Okay. Ja, irgendwie zu erwarten, weil irgendwie konnte ich irgendwie nichts gegen den einen Typ machen. Ja, einfach die ganzen anderen Gegner hier runtergeschluckt. Wo ich mal machen konnte. Ja. Du musst weg. Nein. Na komm her. Mit dummen Gegner nicht wegschluckst, muss ich dich erstmal erledigen. Ist aber nicht gleich. Warum hast du kein Dings? Du musst auch einen kaputt. Nein, das gibt's nicht. Jawohl. Nein, das ist immer noch nicht voll.
バトル体験を改善しないと。2倍速ってこんなもん。さあ、カメラ。Die anderen alle weg. Aber warte. Alle auf sie. Jetzt, wo ich weiß, dass ich das so schnell wie möglich machen muss. Boah. Solche Kämpfe müsste es in Genshin geben, Mann. In Events. Und man bringt Genshin immer hier so, oh, besiegt mal hier, weil ich die ganze Welle von Gegnern. Das ist eigentlich nur ein gebundener Abgrund, nur in anderer Form. Jedes Mal. Ja, macht doch Bock. Macht doch gerade voll Spaß. Ah, weg ist er. Ah, dich erledige ich so. Wusch, wusch, wusch. Okay, der war gut. Luca Stark. Ah. あの白フクロウはカンパニーの社員だよね。なんであんなに相手に感情移入しちゃってるの？まあ、でも、ルカ、ナイスファイト。君の勝ちだよ。トパーゼ、全力を出してないだろ。そんなに俺を軽んじてるのか。誤解しないで。銃の責任にとって、いわゆる全力を出すのは。命をかけて戦う時だけ。これは自分の命を懸けて。命をかけるどころか。Wie die Fatui aus Genshin? Teuflische Herzen oder so?まさか俺にそんな真似できるはずねえだろ。いいえ、君はカンパニーの肩書きを持つ人を全てカンパニーの犬だと。そして私たちがお金のために魂を売り渡す奴隷だと思ってる。否定する必要はないよ。そんな目をたくさん見てきたからね。カンパニーは魂なんていう中身がないものは必要としてないんだよ。求めるのは利益だけ。私の故郷はベロブルグと何も変わらない。私たちもこの残酷な宇宙でもがきながら生きて幸せをつかもうとしてる。琥珀の王の使者たちが私にチャンスをくれたように、私もカンパニーを代表して同じようなチャンスを君たちにあげた。だからわかるんじゃないかな。君と私は違ってる部分よりも似てる部分の方がはるかに多いってこと。今君たちが故郷から出て銀河中の人たちに自分たちの姿を見せたいって考えてるのは素晴らしいことだと思うよ。でもこの冷酷な銀河でより大きな危機に立ち向かう準備はできてる？まあできてるかどうかに関係なく、ルカ、ベロブルグが君たちの力だけで復興できることを願ってるよ。Dem Typen da hinten geht's nicht gut. 頑張って、もっと勝ち続けるんだよ。さて、十分楽しんだことだし、私もそろそろ行かないと。ダフではまだビジネスの話がたくさん残ってるんだよね。トパーズ、待ってくれ。ん？俺はトパーズを軽視してるわけじゃねえ。懸命に生きてる人がすごいってことは分かってるつもりだ。
気にしなくていいよ。相手に揺さぶりをかけるのは格闘技では当然のことでしょ。Aufstieg erfolgreich. Okay. Etwas später bei der Pressekonferenz für die Stellar Kampfkunstzeremonie. Okay. Nöp. Glückwunsch an Luca zum Sieg zu diesem Kampf und tausend Dank an seinen Trainer Daniro für dieses Interview. So, kneifen. Wir bitten die Reporter vor Ort, sich in den für sie vorigen Bereich zu begeben und Abstand zu halten, während sie ihre Fragen stellen. Trainer Daniro ist jetzt bereit, einige Reporterfragen zu beantworten. Bitte fasst euch kurz. Erste Sitzreihe, zweite Person. Erste Reihe ganz links, erste Sitzreihe, zweite Person von links, erste Reihe, dritte Person von links. Ich will auch kneifen. So. Schieß los. Ich bin Reporter bei Shukan Bonchun. Wir haben strikte Datenrichtungsziele, weshalb ich mir einen Namen, meinen Namen nicht treffen darf. Nennt mich einfach der Klatsch-Reporter. Das nächste Mal gratuliere ich Luca zum Sieg. Ich war schon immer ein großer Fan. Und mir gratulierst du nicht? Gratuliere, du brauchst wahrscheinlich keine Finger zu rühren, wenn du so einen starken Kämpfer im Team hast. Eigentlich interessiert mich mehr für Luca als für das Turnier. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Luca und Tobias sich bereits in den Jahren 06 getroffen haben und sich kennen. Ich möchte Trainer Daniros folgende Fragen. Wie schätzt du ihre Beziehung ein? Warum fragst du sie nicht selbst? Warum fragst du mich das? Ich weiß nichts darüber. Frag sie doch selbst. Sie sind ja nicht mal hier. Darf ich den Klatschreporter daran erinnern, dass ich an der Presse darf ich den Klatschreporter daran erinnern, sich an den Pressekodex zu halten? Mein Gott. Immer mit der Ruhe. Ich habe noch eine Frage. Laut Augenzeugen teilen sich Luca und eine Frau, die sich selbst als Anführerin im Maulwurf bezeichnet, als Zimmer. Was sagt Trainer Daniro dazu? Sie ist doch noch ein Kind. Sie ist nur mehr, um ihn zu unterstützen. Meinst du, Hook? Gehört sie nicht zu Lukas Freunden von Irelo 6? Uninteressant. Damit wäre deine Fragezeit vorbei. So. Sitzreihe, was? Okay, Trainer Daniro, Korrespondentin Kneifen der Kampfkunstnachrichten der Zhangzhou. Zunächst einmal Glückwunsch zum Sieg. Danke. Viele hatten erwartet, dass Luca das Match verlieren würde. Doch am Ende holte Luca als Außenseiter den Sieg. Trainer Daniro, hast du den Medien, die ich für euch chancenlos hier etwas zu sagen? Ich bin sprachlos. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube, das kann ich mir sparen. Die Sache ist mir nun wohl für alle klar. Genauso kenne ich Trainer Daniro, wie selbstbewusst. Mal viele Online-Kommentatoren haben angemerkt, dass Luca in der zweiten Hälfte wie ausgewechselt war. Es gibt sogar Stimmen, die vorhin Luca einen Doping-Test zu unterziehen. Könnte Trainer Daniro dazu eine Erklärung abgeben? In einem Kampf werden oft ungeahnte Fähigkeiten geweckt. Es gab schon etwas überraschend, aber Luca verbessert sich ständig und den Ring bietet ihm ständig die Gelegenheit, über sich selbst hinauszuwachsen. Inmitten des Erbitterns des Kampfes entfesselt er ungeahnte Kräfte. Na gut, die Fragerunde ist beendet. Trainer Daniro, vielen Dank für deine aufschlussreiche Antwort. Okay, ich meine die Kamera, mit der reden wir die ganze Zeit schon, ne? Damit ist die heutige Pressekonferenz beendet. Wir bitten alle Medienvertreter, den Bereich ruhig und geordnet zu verlassen. Die Presse ist zufrieden und jetzt geht's ans Eingemachte. Später beim Kiosk auf dem Himmelsspalter. Ja, war halt hier mit Hook und Links los ist. Die sind ja auch hier, ne? Die Neujahrsaufgabe von Lofus Sport Illustrated ist raus. Bin gespannt, was es Neues gibt. So, Kleinstadt Junge Kontert, Mitglied für 10 Steinherzen, überraschend ausgeschieden. Kandidat Luca hielt seinen direkte Offensive in der ersten Hälfte des Kampfes aufrecht, aber all seine Schläge wurden von Kandidatin Topas mit Leichtigkeit abgewehrt. Die Wende kam ihn in der zweiten Hälfte, nachdem Coach Daniro eine neue Strategie entwickelt hatte. Kandidat Luca änderte die Taktik hinter seinen Angriffen und wählte einen koordinierten Stil, um durch schnelle Angriff zu gewinnen. Insgesamt erzielte Kandidat Luca mehr Punkte und gewann so letzten Endes.
Okay. Ich will hier wieder raus. Okay. Betrug oder des Kapitalismus. Tiefer Einblick in das Interessen. Langweilig. Zeitung gesammelt. Supporter machen wirklich aus jedem Mücke einen Elefanten. Ich muss zunächst echt mal aufpassen, was ich sage. Ein so guter Start in einen ersten K.O.-Kampf sollte Lukas Selbstvertrauen geben. Allerdings sind Lukas Halluzinationen immer schlimmer geworden. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Es ist wirklich eine gute Sache, dass Lukas seine eigenen Unterstützer hat. Lukas ist inzwischen bestimmt wieder in der Loge. Gehen wir ein Stück und suchen ihn. Wer ist wir? Ich würde sagen, wer erst Kapitel, ne? Und das. Okay, hey, Hook. Langweilig. Iron Man. Fire Emblem zu spielen, ohne einen Charakter sterben zu lassen. Und ja, wenn ein Charakter stirbt, ist er auf ewig weg. Das ist wie eine Nuzlocke vom Pokémon. それより、コーチ。正直俺の症状はこれ以上放っておけねえなって思う。ベロ。でも先週で医者に診てもらうにはどこへ行けばいいんだ。やつは君かもしれない。ich kenne dort jemanden。その人たちの医術がなたねえと同じくらいすげえといいが。さあ、links。助けて。 Kannst du mir helfen? Könntest du Lukas zur Wahrsagerkommission bringen? Ich glaube nicht, dass er den Weg kennt. Warum schreibst du mir? Na gut, aber warum? Es geht um Igor. Kannst du ihm das von mir sagen? Die Wahrsagerkommission hat gesagt, dass der Jade-Anhänger, den wir ihn gebracht haben, in Wirklichkeit ein Jade-Abacus war. Du sollst wissen, was das ist. Er enthält Igors Aufzeichnungen. Ich denke, Lukas wird das auf jeden Fall interessieren. Ich warte bei der Vasa-Kommission auf dich. Ist das nicht Fu-Schwanz? Fraktion hier. Das ist also so weit von der Stimme von Fairy aus. Sendless, ne? Nur voll verstellt. さて、これからどうする？先に医者に見てもらうか、それとも大牧師に行くか。ああ、ゲームはそう、links。デーゲッツゴード。医者に見てもらうのにどれくらい時間がかかるかわからない。やっぱり先に大牧師へ行って、リンクスと落ち合うか。私も行く。ドスクロのフック様、スバローブさんが言ってたんですよね。ルカ選手の邪魔をしてはいけないと。 でも、忙しい。忙しい。退屈でつまらない。忘れ忘れ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 。忘れ忘
モグラ島グルメ探検隊長に任命してやる。ありがとうございます、ドスクロのフック様。それ
Nein, sie heißt nicht. Sie heißt nicht Dusk. Irgendwie. あっという間にフックと仲良しになっちまった。よし、コーチ。 Auch irgendwas mit Black Hood, Hook oder irgendwie sowas, ne? Dark Hood, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art, ich weiß es nicht. So, muss ich hin hier. Mal gucken wir mal. Miro, Links da. Hayaku ai ni iko ze. So. Das ist meine Ecke hier. Matteta. Ah, endlich mal wieder eine Katze mit Links. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Der Companion Quest, glaube ich. Sie hat dich alleine gelassen? Ich gehe und hole sie zurück. あそこは知らない人が多すぎて、その子は向こうにいるはず。僕者たちと何かゲームをしてる。あ、シンジェイ。 Also war von Shinji. Wo bist du? Wo bist du? Sie arbeitet hier für Fushan. Wo bist du? Wo bist du am Faulenzen? So lange, ich wusste es. ふだんから仕事しないで遊び事ばかりしてるだけあるタイボクシで対局のことばっかり考えてるあなたにそんなことを言う資格なんてある。やっぱりお前だったか、せい社長。ごめんごめん、つい夢中になっちゃって時間を見るのを忘れてたよ。 え、もしかしてこの人って七シビトじゃない？あなた、私たちのクラブ内で超有名よ。ああ、was für ein Kreis。人形クラブよ。私たち全員があなたのことを知っているわ。つまり人形シロが好きな人たちは、あ、sag mir nicht、ich muss dieses Minispiel machen。あなたが人形シロだけで大木様に憑依していた際よ。ich hatte den Satz in den Namen erwähnt gemacht。 これは人形シロが誕生してから300年の歴史の中で前代未聞の偉業なのよ。ああ、ああ、やばい。でも、聖社長はすべてあなたの功績だと言っているわよ。じゃあ、ワナツィ、その方、私たちまだ、ワナツィ、その方、ポジション。 Ich dachte, ihr ganzes Motto wäre irgendwie so, tief geduckt bleiben. Um Verantwortung aus dem Weg zu gehen und so. Was machst du denn? Nehmt sie als Geisel, hm? Anata to shoubu suru tame nara nan datte suru wa yo. Shikata nai. Ikkyoku dake tsukiyatte ageyou yo. Kurabu de jiman dekiru kono kikai wo kanojo ga akiramero tomo omoenai shi. Oh Gott. Yatta! Jaa sassoku ikkyoku yarimashou. So ein paar Rätsel davon erst letztens gemacht in einem anderen Event. Watashi to taikyoku suru junbi wa dekita? Okay. Oh, das ist wieder was anderes. Okay. Ach Gott, wie war das nochmal? Ich muss den Roboter irgendwie da lenken und dem Befehle geben. Und ich muss herausfinden, wie ich das schaffe. Ich habe wie viel? 1, 2, 3. Wird er echt so einfach sein? Ich habe vergessen, wie halt. Ich glaube, wenn ich nach rechts, also je nachdem, wo ich gerade hindrücke,
gebe ich den sozusagen Befehl, ne? Also wenn ich jetzt nach rechts drücke, da geht der ganz nach rechts, glaube ich, ne? Aber ich weiß nicht mehr, wie genau wie das funktioniert. Ich glaube, aber so. Also ich kann natürlich auch mal zeigen, ne? Ich habe ja hier den Fall. So, ich drücke jetzt rechts, ne? Ich drücke jetzt rechts, ne? Das heißt, der geht als erstes da hin. Dann drücke ich nach unten, dann geht er nach da hin, ne? Dann geht er nach links, dann geht er dahin. Um, rechts, um. Ne, ich glaube, so müsste das funktionieren. Genau. Okay, dieses Rätsel kam nicht in den einen Event vor. Aber ja, voll easy.私が出した問題をこんなにあっさりといちゃうなんて。陣形指導を始めると興奮して我を忘れて命がけになってしまう。私たちは大牧師でなんと壮大で豪快で情熱的な対局をしたことでしょう。オッケー、ブラボー。それこそが陣形指導。やっぱ俺は人間が。これで満足した？じゃあ私たちはもう行くね。 明日時間があればまた遊びに来るよ。あ、もう少しだけ待ってちょうだい。実は最近私たち陣形クラブも演舞典礼に乗じて大規模な大会を開催しているの。ラフだけじゃなく選手のあちこちからも同士が大勢参加しているのよ。私たちの新聞広告を見かけたことがあると思うんだけど、興味があったら是非参加してね。 Ja, dann mache ich die offscreen. Ich werde teilnehmen, wenn ich Zeit habe. Ich bin in allen Kreisen, Dreiecken und Rechtecken beliebt, okay. So. Seit ああ、ストレフン、ディーシマーホラー。この人があるか？ショートクイーンズヒア。初めまして。あなたのことは最近新聞とかでよく見かけるよ。私は静寂。大牧師の牧者なの。見せるのはフーシュワンにやさん。聞いてるよ。それと彼女が持ってた。全部はファッチャーオーケンディーシンアナメイベントマコツケルツァイト。またそう、レーツバーンやシーサンのゲーマーリン。 確かにこれは。まあ、フィア、クワンタン、ガルシア。ちょっと興味があったから。これが。やっぱり、あなたには隠せないね。大牧様は用事があって。あ、フォーショット。 Warum steht da jetzt nicht irgendwie so ein Übertitel, so höchste Wahrsagerin, Fushuan? あまりの量に目が疲れきっちゃいそうだよ。でも今、目の前に重要な歴史文献を修復できる機会がある。これは厳密に言えばサボりではないし、新しい物語も知ることができる。そんなの喜んでやるしかないじゃん。 実はもう一部の記録は復元できてるんだけど、リンクスは絶対最初にあなたに見せるべきだって言ってきたの。その玉長の持ち主があなたの憧れの存在だからって。ああ、その通りだ。ありがとな、リンクス。あ、そう。それじゃあ、じゃあ、待って、待って。俺を信じろ。お前の腕なら。 聖刊通あたりでも優勝できる。富、名声、他のやつが一生かけたところで得られないものでも、お前なら簡単に手に入れられるんだぞ。勝てるならもちろん嬉しいが、それよりも試合後のスピーチを他の人たちに聞いてもらう。Is that grown up, Luca? 何を言ってるか分かっている。お前の故郷がどんな目にあったのかは。 聞いたことがあるからな。実際、多くの世界がナヌークの狂気の配下、レギオンに襲われている。だから、観客がチケット代を払うのは刺激のためだ。彼らはお前の警告なんかに興味はない。
イゴール、お前は本当に奇跡の存在だ。辺境の惑星で生まれた選手がピアポイントの決勝まで勝ち進むなんて歴史上ごくわずかしかいないんだぞ。少しは楽しめ。俺は彼らを楽しませるためのただのおもちゃだ。俺が何をしたのか知ってるだろう。自分の腕を切り落とし、カンパニーの義手に交換した。これも全て試合をもっと刺激的にするためだ。母さんが今の俺の姿を見たらきっと悲しむだろうな。いや、お前の稼いでいる賞金額を見たらきっと分かってくれるさ。俺の賞金で軍隊を持てるだろうか。標準的な装備の傭兵部隊か。それを持ちたいなら少なくともあと20回は王座を防衛し、数え切れないほどの広告の仕事を受けないといけないだろうな。それまでにお前、そしてお前の故郷は果たして持ちこたえられるかな。Es ist irgendwie unangenehm, niemand sagt etwas. Nante hierbei ihn noch karanain da jo. Karewa, Hambuschitz Region no Sinek Maini, Kokio no Hosio Hanare, Ginga Kakti de Boxing no Siaini Stujo Steita. Shori Statoa, Kankak Tachini, Hambuschitz Region eno Kekokto, Jibun no Kokio Taskete Kurio Yobikaketeita. Igorua.本当にすげえ人だったんだな。だけど銀河はあまりにも広いから、一つの星が助けを求める声なんてちっぽけなものになっちゃう。さっきはごめんね、新しい物語だなんて軽々しく言っちゃって。ううん、大丈夫。これはもうとっくに歴史の中の話だから。いずれにしたって700年も前のイゴール本人の声を聞けたんだ。それだけで俺は十分嬉しいよ。この記録は先週同盟のことに触れてない。彼が最終的にどうやってラフまで流れ着いたのかはわからないね。今の時点で復元できた内容はこれが全部だよ。もう少しだけ記録を取り出せると思うけど。Warte bitte zwei Tage. もしかすると、それで彼がなぜ先週にたどり着いたのかわかるかもしれない。また進展があったら連絡するよ。私はしばらく大牧師に残るよ。局長の修復のことでまだ手伝わないといけないことがあるから。Schön, die beiden mal zu sehen.できるだけ早く修復をするつもりだけど、まだ少し時間がかかると思う。少し頭がクラクラする。さっさと医者に見てもらうか。Okay, okay. Na gut. Dann. Gehen wir hier hin. Gucken, was hier noch passiert. Hey, ここが探偵師なんだな。Oh, links schauen und zuschauen. Das ist nicht, das ist nicht wirklich ein Krankenhaus, sondern eine Forschungseinrichtung. Ich sehe ja schon. Boah. Und da liegt was.俺って師匠じゃねえか。どうしてあいつもここにいるんだ。え、待って、偶然だな。師匠もどっかおかしいのか。おかしいのはあんたでしょ。何言ってんの。ごめんごめん、師匠も病気を見てもらいに来たのかって言いたかったんだ。そういうことね。ううん、違うよ。
さっきの運気軍たちのために内海に効く薬をもらいに来たの。ああ、そうだったのか。ごめん、あれはちょっとやりすぎた。公正な競技なんだから謝る必要なんてないよ。むしろルカには感謝してるんだ。彼らもあんたの実力をすごく褒めてて、自分たちももっと修行をしないとってやる気になってくれたんだから。またお会いしましたね。そちらの方は？Der Schlägertyp, der die lieben Wolkenritter verprügelt hat. Alle war Schiai, da war ich sehr, 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 sehr.私はレイサと言います。ルカさんは診察を受けに来たんですか？ちょっと変な話なんだが。ルカ beschreibt die Halluzination, die seit der Ankunft gesehen hat. まずは造影検査をしてみて、脳に器質的な問題がないか確認しましょう。格闘家ですと、この問題はどうしても避けられませんので。気質？それって何と関係あるの？気質が悪いのも病気ってこと？気質的な問題です。どう説明すれば？要するに、脳に異常があるかどうかってことですね。脳に異常？ご安心ください。探偵師に来ていただいたからには、私が必ず何とかしますので。Wir werden auch ganz offensichtlich nicht ja, wir ruhen werden, weil wir sie bestimmt den Rest des Events hier sehen. Okay. What? Sensei, 何か分かったのか？俺は助かるのか？ルカさんの脳には巨大な影があるようです。まさか。そんな、俺はまだ若いんだ。先生、まだ死にたくねえ。keine Sorge, Luca. Bleiben wir positiv und konzentrieren uns auf die Behandlung. そうだよな。絶対に病魔に打ち勝ってみせるぜ。あ、その影、私の手みたい。しかもこれ、勝利の印じゃないですか。だから記念写真ではないと言ったのに。もう、造影検査の結果、脳には特に異常はないようです。ルカさん、最近何か変わったものを食べたりしませんでしたか？Dieser eine hat denen noch was zu trinken gegeben, oder? 先週に着いた時に名物料理を食べたっけ？レンコン餅に乱切り牛もつのラー油和え、それからリメーションにソーダ当時。Als ein Coach bin ich enttäuscht, dass du mich nicht eingeladen hast. クキニンニクの豚バラ炒め。試合が始まってからはメニューが制限されて、玄米にトウモロコシにそば、そして鶏胸肉の水煮に。牛もも肉の水煮と、あとは魚の水煮やエビの水煮。何その味気のないご飯。てか、勇気を出して正直に答えて。もしかして彼にいじめられてない？Kannst du sagen, ich mag ihn. 私が何とかしてあげるから。Nur weil ich ihn nicht sofort zum Arzt geschickt habe. そんなんじゃないって。今は試合期間中だから、食事を制限して考えなしに食べないようにしてるだけだ。食事の内容は驚きですが、脳に悪いものはなさそうですね。ああ、そうだ。スショウとの試合が終わった後、グッドドリームソーダを飲んだぜ。まあでも、その前からすでに幻覚が見えてたかな。グッドドリーム
そうだですか。なるほど、どういうことか大体わかりました。異教の地ということもあり、あなたはずっと神経を張り詰めていた。そしてそんな不安定な精神状態の中、グッドドリームソーダを飲んだために症状が悪化してしまったのでしょう。あの飲み物にはたくさんの物質が含まれていて、本来は安眠を促進し素敵な夢が見られるようにしてくれるものです。しかし Das war verkauft werden? Weißt du, wenn jemand depressives das Ding kauft und trinkt? Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen verwirrt.ラフの街をたくさん散策して新しいものに触れて刺激を受けてください。それとグッドドリームソーダはもう飲まないように。そうすれば数日もせずに症状が消えていくはずです。ラフの街をたくさん散策してグッドドリームソーダはもう飲まないようにする。わかった、言われたことはちゃんとメモしたぜ。ちょうどあなたの症状を和らげるのに役立つものがあるのを思い出しました。少し待っててください。症状を和らげるのに役立つもの？オッケー。いや。レイサさんはこの薬が一番速効性があるって言ってたけど、明日も試合の予定があるのに大丈夫かな？Ich dachte, er wäre ausgeschieden. スショーのチームってそんなに人気があんのか？主に親友のおかげだけどね。私たちのケイちゃんが配信でちょっと呼びかけるだけでたちまち海線山線盛り上がること間違いないんだから。Du meinst mir eine Pastete. 本当にそれで合ってる？私は頭が良くないから信じて。とにかくケイちゃんが頑張ってくれたおかげで私たちはこうしてまた戻ってこられたってわけ。それいいな。頼りになる友人がいるってのは世界で一番幸せなことだぜ。ルカさん、お待たせしました。What's up? 見てください。こちらがあなたのために用意した夢爆料理。Ging man das Ding nicht irgendwie als Belohnung oder irgendwie sowas? Nachdem wir wendet.Tapir. Oh, Tapir, Mann. Das sah auch so aus. Ich frage mich, wie es schmeckt. Bitte komm zum Vernunftschein.これは選手主名の夢爆です。温和で滋養作用があり、確かに美味しそうに見えますが、決して食べてはいけませんよ。あ、さみしくないですか？こいつが俺の病気を治してくれんのか？夢爆は奥質を食べる生物です。この子を抱いて眠れば、睡眠の質が向上し、不眠症に噛む。さらには。不安や憂鬱な気持ちが和らぎます。そして夢爆は濃い味の奥質を特に好んで食べるので、あなたの不安が大きいほど喜んで食べてくれます。ゲメダネデプレッション。ねえねえ、なんかすごそうだな。でこいつの値段はいくらなんだ？その点はご心配なく、
この夢爆は私が個人的に飼っている子ですので、あなたの症状が良くなるまでこの子を預けます。ただしちゃんと可愛がってあげてくださいね。先生、本当にありがとな。ここに来てから先週の人たちにはたくさん親切にしてもらった。いつか絶対この恩は返すから。ねえ、ちょっとあんたたちはまだ用事があるんでしょ。その子を抱っこしてると不便じゃない？ね、そうでしょ。Versuchst du uns unseren Tapir abzunehmen? ちょっと触らせてくれたっていいでしょ。先に他の用事を片付けてきなよ。私は強法官に戻って仲間に薬を届けるから。それと運気軍としてみんなの困りごとを解決したり、毎日いい行いをしてるこの私が夢爆を控室まで連れて行ってあげる。ね、いいでしょ。ちょっと抱っこするだけ。絶対に持って帰ったりしたりしないから。もちろんいいぜ。それにいつでもこの子のところに遊びに来てくれていいからな。やった、ありがとうルコ。さあ、ich hatte irgendwie zu entscheiden。いい子だね。あんたみたいな小さい夢爆は生まれない。そうしたら nicht zum Verzehr geeignet。お姉ちゃんに食べられる運命なんだよ。Schon jetzt den Tapir lächeln in den Armen. Immer noch Sushio. Zere, der hat mit der Hyogen-Guma und mit der Tokito. Mattaku, Onajidana. Doyer, Jimebakua, Liseo, Kaifu, Sassel, Dake, den Nak. Gakuni, Ushna, Serukotomo, Dekiri, Jodes. Solemo, Omoshiroi, Kenkyu, Kadai, Nerka, Moshiremase.他に用がないようでしたら、私はこれで失礼しますね。夢爆を貸してくれてありがとな。ちゃんと可愛がるから。あ、そう。お前は先に帰っててくれ。俺はちょっと一人で街をぶらつきたいからさ。もう、du magst mich nicht mehr。さっき断定してお前の分の薬も出してもらえばよかったな。先生はもっと街の中を歩いて。いろんなものを見ろって言ってただろ。もっとこう一人で辺りを散策したら大都会に対する恐怖も少しは克服できるかもって。俺もイゴールみたいにベロブルグのため銀河の各地で試合をしないといけねえからな。毎回厳格に気遅れしてるわけにもいかねえだろ。All right. Na, komm mal, wie es hier weitergeht.また道に迷っちまった。なんでこの街の通りはどこも The final boss。 お茶を飲むだけでも一苦労だとは。いやいや、wir müssen bestimmt gegen Yunli irgendwie in Augen irgendwann auch kämpfen, ne? 道を聞く力を鍛えるチャンスだろ。とりあえず近くにいるあのお兄さんに聞いてみるか。Schau mal diesen sehr auffälligen spielbaren Charaktertypen。そこのお兄さん、お兄さんって呼んでもいいか。え、僕に聞いてる？君が長命種じゃないなら年齢はそれほど変わらないと思うけど。それで僕に何か用？不夜行って場所にはどう行けばいいか教えてほしいんだ。ああ、それならこの先を千夜通りまで進んで、それからしばらく道沿いに進んだら右側に講談をしている人が見えてくるはずだから、そこが不夜行だよ。ありがとな、本当に助かったよ。初めて別の文明の星に来たからいろいろ困っちまって。遠い異教の地から来たら慣れないことがあるのも当然さ。他にも何かあったら遠慮なく言ってよ。ところで君はどこから来たの？ヤリーロ6のベロブルグってところだ。最近になってようやく銀河とのつながりを戻し始めたから聞いたことないかもしれねえが。ベロブルグ、聞いたことがある。その迫力ある鉄腕にも納得したよ。先生も演武天霊に出場するために来たの？
先生なんてとんでもない。俺はルカだ。お前の言う通り演武天霊に出場するために来たんだぜ。そんで選手ラフの防衛剣士に挑戦して名を上げたい。たくさんの人たちにベロブルグの名前を知ってもらいたいんだ。ああ、das ist ein bisschen unangenehm。ことは君、防衛剣士の元凶に挑戦するってことだね。それならやっぱり僕たちは縁があるみたいだ。もしかしてお前も演武天霊に出場する選手で、その元凶ってやつに挑戦するために来たのか。まあそんなところかな。武芸者たるもの、常に自分に挑戦し続けないといけないからね。ああ、俺もそう思うぜ。戦士はいつだって自分や強敵に挑戦し続けねえとな。Okay, that's nicht gecheckt. 目の前の敵に怯えて立ち止まったら、それまでの戦いが無意味なものになっちまうからな。戦士ラフを代表する防衛剣士、元凶ってやつはきっと凄腕の戦士なんだろうな。そう考えると少しだけ不安になってきた。僕も演武台に立つときは君と同じ気持ちだ。もちろん長年苦労して鍛えてきた腕には自信があるよ。だけど結局のところ相手が一体どれほどの実力者かなんてわからないから、心の中には常に恐怖がつきまとってる。試合の前に恐怖を克服するコツならあるぜ。だだっ広くて人のいない場所で対戦相手の名前を大声で叫ぶんだ。その恐れている強敵を倒せると心から信じられるようになるまでな。実に面白い方法だね。いいね、やってみるよ。僕は必ず勝つ。最後に演武台に立っているのは間違いなく僕だ。俺は必ず勝つ。必ず元凶を倒す。Ich mich vor an die Szene von Final Fantasy 10. Ha, 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 ha,
の敵じゃない。Ah, die beiden werden sich am Ende voll prügeln. Du hast recht. 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 Du hast recht.まだ名前を聞いてなかった。霊人と呼んでよ。先週の言葉で冷たい剣という意味なんだ。じゃあまた会えるといいね、ルカ。霊人か。名前の通りクールながらいいやつだったな。なあ。Irgendwie die erste Person, die irgendwie Zhan Xing irgendwie nicht unterschätzt. Habe ich so ein Gefühl. Luca war kalt, der Kitter noch. Ich kann es nicht, dem hier. Das war. Okay. Bist du bereit, Leute zu kloppen? Wie viele erstaunliche Fähigkeiten noch in diesen kleinen Ding stecken? Die Zhanzhou hält jede Menge Überraschung parat. Du lernst aber schnell.Ich habe gerade mit diesem Tapir in meinen Armen ein Nickerchen gemacht und dabei geträumt, dass ich in einen Kampf verwickelt war, und das fühlte sich so echt an. Gegen einen 3 Meter langen gigantischen Kakerlake. Ist dieser Tapir auch für Kampfübungen geeignet? Wirklich? Lass mich mal. Kann es sein, dass meine Krankheit eine besondere Fähigkeit des Tapirs ausgelöst hat? Bei dir klappt es dann vielleicht nicht? Schwer zu sagen. Versuch es doch einfach mal.
Keine Sorge, ich bin sehr deprimiert. Bei mir wird es klappen. Etapir starrt dich mit leerem Blick an, als würde er gleich einschlafen. Man kann im Traum einen lebensechten Kampf ausfechten, nur wenn man den Kleinen hier im Schlaf umarmt. Ein Tagtraum wie im Pinakuni. Nimmst den Tapir in die Arme und fängst an zu träumen. Nimmst den Tapir, setzt dich auf den Boden und schließt die Augen. Jetzt bist du bereit für den legendären Kampftraining der Traumlandschaft. Doch die Sache hat einen Haken. Dir ist überhaupt nicht nach Schlafen zumute. Und selbst wenn, wie sollst du einschlafen, wenn dein Freund Luca dich so erwartungsvoll anstarrt? Irgendwas stimmt hier nicht. Plötzlich überkommt dich eine bleierne Müdigkeit und du versinkst in einen tiefen Schlaf. Dieser Tapir ist wirklich ein wirklich außergewöhnliches Wesen. In Training im Traum kannst du gegen Gegner mit höheren Schwierigkeitsgraden herausfordern. Jedes Mal, wenn du K.O.-Kampf aufsteigst, kannst du in Training 9. Alles klar, ich kann so die Gegner nochmal bekämpfen, nur schwieriger. Das werde ich dann wahrscheinlich auch Screen machen. Okay, cool. Auch wieder eine Sache, die ich auf Screen machen kann. So, wie geht's hier weiter? Die Pause ist vorbei. Kandidat Luca, bist du bereit zum Weiterkämpfen? Kann es kaum erwarten. Fangen wir an. Nur keine Eile. Schauen wir uns das Profil des Gegners für den nächsten Kampf an. Das Taktikbrett ansehen. Wer ist der Nächste? Oder die Nächste? So, Botel. So. Botel? Das ist ein gefährlicher Gegner. Gehen wir Schritt für Schritt vor und bestreiten zuerst Qualifikationskämpfe, um genügend Punkte zu gewinnen. Wie muss ich da machen? 3 Stück. Sparschweinfront. Ich muss aber nur gegen 2 kämpfen. Höre nach einem Sieg in einem beliebigen Qualifikationskampf für diesen Wettkampf. Ich würde aber sagen, die Kämpfe mache ich dann hier offscreen, ne? Damit wir uns ein bisschen Zeit sparen, ne? Und wenn es dann wieder zur Sache geht und ich gegen jemand Besonderes kämpfen muss, ne, dann schalte ich euch wieder rein, ne? Machen wir dazu. Wir sind sowieso nicht mit Dialog und so verziert und so was alles, ne? Ich meine, die können vielleicht wichtig, witzig sein, aber ja, was soll's, ne? Kostet ja auch alles Zeit, ne? Und ich will halt hier auch vorankommen. So, ich habe schon wieder Eidolon für März bekommen. Sehr cool. Also ja, ich mache auf Screen diese Trainingskämpfe hier. Ich mache auf Screen, ich glaube, ich habe diese Rätsel jetzt hier auch freigeschaltet, ne? Irgendwie so was haben die ja gerade gesagt, irgendwie so was hier, aber ich weiß nicht, wo das hier ist. Ja, die Qualifikationskämpfe, die mache ich auf Screen und dann, wenn ja, wenn wieder was Story Wichtiges passiert, dann schalte ich euch wieder rein, ne, beim nächsten Part. Gut, erstmal tun wir ja Eidolon von Märzchen hier aktivieren. Sehr cool. Jetzt ihre Fähigkeiten wieder hochgelevelt. Oben. Kampfkunst, weniger Süßigkeiten. Hey, bei mir ist genau umgekehrt. Okay, cool. Ist, dass sie wieder alle Sachen hier hochgelevelt. Boah. Und man kriegt da ja diese Kugeln hier als Belohnung von diesem Event, ne? Das heißt, ich kann hier noch hier voll reinballern und ihre Sachen hochleveln. Habe ich ehrlich gesagt vorhin schon gemacht, vorhin noch kurz bevor der Part gestartet hat. Und ja, aber ich sagen, warte mal hier. So, oh, das ist Verschwendung. Habe ich ja schon fast alles voll ab. Gut. Na gut, wie gesagt, ich mache dann hier die Qualifikationskämpfe auf Screen. Und wenn es dann Zeit wird, hier gegen Botel zu kämpfen, dann schneide ich euch wieder rein, ne, beim nächsten Part. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sage ich ja. Mich gerade voll verändert in meinen Satz. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. So, ich weiß nicht, warum ich das nicht hingekriegt habe. Aber okay. Gut. Wir sehen uns dann. Ciao.